Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2. So, folgendes. Keine Ahnung, wie ich hier aufgehört habe. Ich weiß nur noch, dass ich auf der Plattform war. Ich habe das hier aktiviert, das weiß ich auch noch. Ich guck nochmal, wenn ich das hier mache und... Okay, jetzt weiß ich nicht mehr ganz, was ich hiermit gemacht habe. Ungünstig. Ich weiß, dass wir hier in diesem Zwischenbereich angekommen sind. Vielen Dank auch für die Kommentare. Ich fand ziemlich interessant mit den, ja, da sind den Level-Designern die Ideen ausgegangen. Ganz so dramatisch würde ich das nicht sehen, aber es ist halt schon, also es sah halt wirklich aus, dachte ich auch am Anfang, als wäre es so ein bisschen fan-made, das Level. Ja, das war etwas suspekt, weil es halt gar nicht vom Design irgendwie zu den anderen Leveln passt. Aber warum sich nicht mal neu erfinden? Oder so. So, darauf springen? Wahrscheinlich nicht. Wenn ja, wozu? Da ist das Ding, von da kommen wir. Hier ist das, was auch immer das macht. Weiß ich, ob da unten die Plattform schon war. Aber wenn da sowas ist, hat es meistens auch irgendeine Funktion. Aber ich würde jetzt erstmal hier hoch. Und dann schauen wir mal. So, da ist nichts. Ist da eine Plattform? Nee. Wie sieht das Ende so merkwürdig aus, aber nee. Okay, ja, dreh dich. Es scheint mir, also irgendwie scheint mir die Level auch so ein bisschen mehr buggy zu sein. Okay, da unten könnte man hin. Hier könnte man eventuell rauf, aber wozu? Um darauf zu kommen und dann? Oder ich könnte von hier dann dorthin, aber kann ich doch auch von hier? Also, hä? Okay. Speichere hier mal. Ich würde sagen, ich gehe mal hier runter. Okay, cool. Ich dachte nämlich, dass man eventuell den hier machen kann. Okay. Kann ich da irgendwie... Ja, okay, ist extra, damit du nicht an den Vorsprung drauf kommst. Also, ne? Dieses Überschüssige. Könnte eventuell da raufspringen. Aber wozu? Warte mal, was denn da? Nichts, okay. Was hatte der Schalter ausgelöst? Okay. Aber es würde auch nicht gehen, oder was? War da eben voller... Okay. Also drauflangen würde gehen. Von da könnte ich da ranspringen. Könnte vielleicht da durch. Okay, ich habe ja gespeichert. Ich habe Kreis gedrückt. Folgendes. Einfach nur mal aus Spaß an der Freude. Ich nehme mal eins. Und mach mal den Sprung. Hä? Sag mal. Zu viele verschiedene Spiele, Steuerung. So. Nehmen uns das hier. Okay, es wäre mir aber auch neu, dass du so jetzt unbedingt weiterspringst. Okay. So, wir sind drauf. Was bringt uns das? Vielleicht, dass wir hier raufkommen. Ah, okay, da geht's runter. Okay. Und dieser eine Schritt und du stehst in Flammen. Okay, so, das ist nicht der Weg. Ich würde mich hier fallen lassen. Da links ergibt...
wenig Sinn, glaube ich. Dass ich mich hier einfach fallen lasse. Könnte natürlich hier runtersliden, mich da fallen lassen. Geht es da irgendwo hin rechts? Nee, ne? Hier schauen. Das war der Plan. Das war nicht mehr hundertprozentig der Plan. Das hier. So, jetzt bitte keine Gegner. Hier ist aber nichts. Hier lang gehen. Nee. Bin echt spannend, wie sich das hier noch ergibt. Okay, hier ist ja auch nichts. Oder ist hier noch irgendwo ein Schalter? Ach, gucke mal, gucke mal. Hier komme ich so hier ran. Okay. Also, lass uns mal fallen. Hier gibt es hier Schaden? Nee. Aber dazu muss ich bestimmt erstmal die Feuerwand ausschalten, ne? Wenn es geht. Wäre super merkwürdig, wenn ich hier durchkommen würde. Komme ich hier hoch? Nee. Also ich könnte von hier nach hinten springen. Okay, hier kann ich nicht weiter. Umschauen kann ich mich, glaube ich, auch nicht. Gut, hier kann ich gerade nichts machen. Okay, wir gehen in die Mitte. Naja, anders ausprobieren, ne? Kann ich den schieben? Ne. Ach, sag mal. Wenn man denn das sehen? Okay. Den könnte ich hier runterschieben wahrscheinlich. Und den auch. Da ist nichts. Vielleicht, aber runterschieben wäre mir neu. Vielleicht muss ich beide Feuer löschen. Probieren was? Oder ich muss die stoppen. Muss ich das hier ins Feuer schieben? Versuche mir gerade irgendwie einen Sinn zu erschließen. Damit kann ich das ja nicht blockieren. Ich glaube, ich speichere hier. Ja, mach mal. Kann ich das in der Theorie einfach so runterschieben? Nee. Kann ich das an der richtigen Position runterschieben? Deswegen wäre mir super neu, wenn du Blöcke runterschieben kannst irgendwo. Na. Nee. Dass das gedacht ist, um auf die Plattform zu kommen. Ja, bestimmt. Was haben wir geschafft mit einem Sprung rüber? Okay, dann. Geht's erstmal dorthin. Hier waren wir aber eigentlich auch schon, ne? So, da hinten rein. Sag mal, warum. Klappt denn meine Eingabe nicht? Okay.
So, da ist nichts. Okay. So, was gibt's hier oben? Nichts. Das Grüne hat schon irgendwie was. Okay, wir springen einfach mal dorthin. Oder halt hier runter. Dann landest du dort, aber du kommst doch von dort nicht da rein. Doch, da geht's rein. Okay. Dann würde ich erstmal hier schon. Aha, okay. Ja, warum nicht? Okay. Interessant. Bisschen Schaden hat man bekommen, aber halt. Ah, okay. Wie komme ich denn hier wieder hoch? Schadenfrei. Super, da habe ich mir einen Block. Na naja, gut. Der sieht irgendwie auch verschiebbar aus. Okay. Ist ja lustig, okay. Okay. Schade, wir sind so sorglos da runtergekommen, aber ich kann noch mal diesen. Okay, hätte ich mich mal irgendwie festgehalten oder irgendwas. Ah, nicht clever. Ach Gott, Leute. Okay. Nochmal versuchen. Nee, geht nicht. Okay. Clever, clever. Dass ich mich so schwer gerade mit der Steuerung tue, hätte ich auch nicht gedacht. Ich freue mich schon, wenn das besser wird bei Spielen. So, speichern. Okay. Von da oben bin ich auf jeden Fall raufgekommen. Von hier wäre ich es nicht. Deswegen. Ah, okay. Deswegen sollst du das dorthin schieben. Ja, nämlich, dass ich den jetzt hier hab. Okay. Na gut. Schade um die Verzögerung, aber. So, das war das. Und noch eine, ja. Und sollte ich hochkommen? Kann auch sein, dass ich den noch ein Stück nach rechts schieben muss. Mal sehen. Ja, aber das ergibt alles ein bisschen mehr Sinn. Wozu die Rille da ist, weiß ich noch nicht. Also, okay, von hier komme ich nicht hoch. In welche Richtung ist cleverer? Egal, glaube ich. Glaub, egal. Da scheint mir irgendwie sinniger. Schauen wir mal. So, das war das und springen. Ah, perfekt. Okay, ne, und dann kommst du darüber, dann kommst du von hier da rein, aber kamst du nicht, na, du kamst auch so rein. Ich glaube, wir sind hier und okay, wird schon. Kann ja von hier auch einfach runter speichern hier. Okay, cool. Gut, dass ich gespeichert habe. Und würde nochmal. Ist halt das Ding, momentan läuft nebenan der Final Fantasy Breath of Fire 3
Resident Evil 2 und überall hast du natürlich eine andere Steuerung. Allein wie du ins Menü kommst und das ist dann manchmal ein bisschen verwirrend. Okay, machen wir mal mit vollen Anlauf. Ja. Achso, na, ich glaube, ich heile erstmal, ja. Dann speichere ich, ja. So, und natürlich wieder den hier. Ja, dachte ich mir doch. Und jetzt ein Hai. Okay. Schokopäckchen. Könnten natürlich eine Fackel zur Hand nehmen. Sollten wir genügend haben. Schön Lava und hier das Feuer, das ist ganz geil. Lava und das Wasser. Das war schon hier. Okay. Aber wohin geht's denn da unten? Oh, Geräusche. Ganz woanders. Hin. Okay, den will ich erstmal einen Schalter aktivieren. Die Fackeln sollte ich genügend haben. Das ist cool gemacht, ey. Aber fliegende Lava ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Durch dass jetzt ein Feind kommt. Nee, okay. Was bringen wir da die Blocks für? Schön zu sehen, wie es weitergeht. Hier durch und da rein. Das könnte spannend werden. Achso, warte mal, hier ist was zum Aufklettern. Nehme ich nochmal, ja, komm, nehmen wir noch eine Fackel. Ah, gucke mal. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Oh, okay. Ja, gut, von der Zeit her natürlich jetzt ein bisschen schwachsinnig. Komm, lauf, 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 lauf. Oder war es einfach nur, ob du es siehst oder nicht siehst? Gut, anders wärst du da nicht raufgekommen. Okay. Okay. Speichern. Ja, komm. Bloß hier kriege ich ja auch nichts ab. Okay. Hier ist mir das alles noch sehr suspekt. Soll das überhaupt sein? Schein? Keramikteller. Untertassen. Keramikuntertassen. Okay. Ah, okay. Aber warum? So, weil hier, wenn du jetzt guckst, das ist wieder der Bereich. Könnte ich in der Theorie hochfahren? Nee, ne? Nee. Na gut. Na gut. Kommt jetzt. Was ist das für ein Geräusch? Ah, da geht's so. Glaube ich. Naja, gut. Ja, na klar.
Kommt man nicht irgendwie sanft runter? Es kann aber nicht sein, dass mir das komplette Leben mit einmal abgezogen wird. Ja, vielleicht erstmal hier raus. Aber wenn dann hier rüber, ne? Ah, okay. Feinde. Und dann hier oben hin. Dächte ich. Und dazu brauchen wir den. Wäre jetzt meine Vermutung. Okay. Geht nicht, oder was? Okay, ich kann den zumindest nicht greifen. Warum nicht? Ach so, weil irgendwann hier das Feuer aus ist, oder was? Ah, von der Plattform komme ich darüber, okay? Ja, ist okay. Das geht auch. Dann hier erstmal dorthin. Aber das mit den Scheiben finde ich halt irgendwie so ein bisschen. Also, die sind ja jetzt auch nicht gefährlich. Also, sind ja auch nicht im Weg irgendwie. Warum bringt die sonst in den Leveln alles um und hier auf einmal nichts mehr großartig? Das ist einfach so als Bonus gedacht. So, guck mal, ey, hast du geschafft? Hab ein bisschen Spaß. Ja, wer weiß. Nee, von hier kommst du aber auch nicht ran. Von hier komme ich aber vielleicht da oben ran. Von da oben. Achso, ich könnte mir natürlich einen Block da einfach hinschieben. Okay, interessant, dass das geht. Also, na ja gut. Naja. Freundes. Cool. Ja, wie gehe ich denn jetzt da am besten runter? Ja, das habe ich jetzt nicht gedacht. Sehr schön. Was haben wir hier? Okay, ich bin geblockt. Weiter kann ich nicht gehen. Ich höre irgendwas leise. Weiß nicht, ob das ein Bug war, ob ich da wirklich hätte durchgehen können sollen. Okay, ja, jetzt sind wir hier und können da rüberspringen. Cool, cool. Ich hoffe, kein Timer. Sehr schön. Ah, bitte? Dankeschön. Speichern. Na dann, kommt. Dann kommt ihr noch nicht. Ah, und warum haben die so lange Speer?
Ich höre jemand laufen. Okay, das juckt ihn nicht. Hab aber schon die, ja, sind die Pistolen. Sind alle Tiefen entspannt, okay. Denke die ganze Zeit, dass die auf mich losgehen, aber naja, gut. Ja, machen wir da den hier. Darum könnte ich rutschen. Was hilft einfach weg, kann's vergessen. Das sind laufen Leute. Ich weiß, was dieser Schalter tut. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Achso, ich könnte auch einfach hier hoch, ne? Okay. Das kann ich von hier oben machen, die erstmal schießen. Oder? Ich glaube nämlich, sobald ich einen Schalter aktiviere, ich schaue gleich, wenn er nicht vorbeikommt, dann habe ich Angst. Und er da drüben? Ich meine, ich könnte runter. Okay, ich probiere es mal aus. Wetten, was geht auf hier alles? Ach Gott. So spannend wollte ich es auch nicht machen. Was stimmt denn mit euch nicht, ey? Voll in die Lava. Es war absehbar. So von uns, ich könnte hier rüber und wir nehmen uns jetzt erstmal den. Den hier, 45 Schuss. Gut, wenn ich hier 45 Schuss habe, sollte ich einfach drum herum gehen. Dann ist gut. Jo, passt bei euch noch? Oh, geil. Nein, 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 nein. Oh, sie wurde reingeschubst, das zählt ja nicht. So, dann werden wir Spaß haben. Wir können auch mit der M16. Können auch mit der. Komm, wir probieren es mal mit der Schrotflinte. Ich glaube, Granatwerfer ist schon cooler. Cooler. Ja, sag mal, 10 Schüsse oder was? Ich glaube, ich könnte auch einfach mal springen, aber. Ja. Na, es war mir zu viel Lebensverlust. So, wir probieren mal. M16 wäre natürlich noch. Mit den Automatik-Dingern bin ich schön agil. Mit den Uzis könnte ich natürlich auch ein bisschen rumspielen, aber nö, wir werden den mal ein bisschen benutzen. Ach Gott, ey, ich tue mich so schwer. Haben wir ihn da hinten?
Warte mal, irgendeiner wird sich doch mir jetzt mal stellen. Sie ist halt auch nicht da, wen sie irgendwie anvisiert. Ah, komm, wir springen einfach mal runter. Es war so klar, immer die andere Seite. Schon cool. So schwer zu sehen, von wo wer Ei speichert. Von wer wo was. Es kommt bestimmt wieder das Vieh. Wie bisher. Also sind da nochmal so Messerwerfer. Mal sehen. Na gut, komm her. Kommen dann beide oder was? Ja, das sieht fast so aus. Alter Falle. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, super, super gern Daumen nach oben. Und in 3 Tagen kommt der nächste Part. Gern, gern Kommentar und bis dahin.